So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir einen Weg und diesen lieben Truck hier, der uns mit einem Feuerwerk empfängt, um uns willkommen zu heißen in Pittsburgh, vorbeifinden. Nur habe ich das Gefühl, er möchte nicht, dass wir vorbeigehen. Deshalb, let me show you some love. So, sonst ist hier vorbei. Hier bleiben und durch die Hose atmen, bitte. Hallo? Da war doch gerade eben noch einer, oder? Ihr habt es doch auch genau gesehen. Hat sich einer versteckt. Da ist er. Sag mal, chill doch mal deine Nudel. Komm mal da raus aus dem Versteck. Die Leute. Wie sie sich mal verstecken hier. Nicht mehr alle. So. Sag mal, verfolgt der nicht? Wahrscheinlich schon nicht. So. Soll ich mal abregen hier? Wir sind hier nicht in. Nicht Black Hawk Down oder irgendwas. Oh, Scheiße. Hallo? Au. So, jetzt kommt wieder ein ganzen Haufen übler Gestalten, die uns das Leben schwer machen wollen. So. Da ist er ja wieder. Ist aber schön, dass er uns nicht vergessen hat. Komm. Scheiße, reich, weiter um die Sache hier. Wow, 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 wow. Hier rein, hier rein, hier rein. Alter. Das Drecksding hat uns verfolgt. Es hat uns gnadenlos erfolgt. Wie ist es überhaupt hier reingekommen? Oh je, oh je, oh je. So, da oben geht's mal wieder nicht weiter. Ist wunderbar, ne? Lauschen. Haben wir hier jemanden, der kackt oder so? Sieht nicht danach aus. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein Tuch und Wasser und alles Mögliche. Wieder was herstellen. Was ist? Ah. Okay. Ah, können wir da weiter hoch? So es ausschaut, ja. So es ausschaut, können wir da weiter hoch. Zuerst müssen wir noch hier nachschauen, was haben wir hier. Denn es kann sein, dass wir alles Mögliche brauchen hier. Alles Mögliche. So, das war's. So, wie zu dem Thema. Das ist gut. Das ist schlecht. Da sitzt man ziemlich in der Falle, wenn jetzt jemand kommen sollte. Schleich, 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 Schleich.
Und hüpp. Neu. Neue mit. So. Wieder ein paar von den Dingern, genau. Ah, was haben wir denn hier drin? Auch nichts. Ah, doch, ein paar Pillen. Sehr schön. Steht sie wieder? Ja. Geräusche. Geräusche, die ich nicht gerne vernehme. Haben wir volle Scheren hier. Ein Messer oder davon eins? Ich glaube, ich nehme lieber ein Messer. Das können wir vermutlich noch besser gebrauchen. Und jetzt willst du, dass ich da hochspringe, oder was? Wie springe ich überhaupt? Das war ducken. Das war schlagen. Sag mal. Ah, klasse. Das ist jetzt ziemlich auswegslos, ne, Mädel? Wo soll man sonst hier lang? Geht da sonst nichts? Ja, wir müssen da wohl. Durch. Doch, ist nur die Frage, wie? Ah. I found a way to the next open window. Oh Mist. And I found a thunder. Sie sehen uns nicht. So. Hallo. Oh Gott. Verdammt. Joel. Warte. Joel, hör auf. Firefly. Da. Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Genau. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. So, haben wir glatt neue Verbündete bekommen hier. Mann, schlägst du hart. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ja, ja. Ich bin Henry. Das ist Sam. Angenehm. Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Das war eine starke Truppe. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Das ist cool. Besser, wir reden dort weiter. Dann lass uns. Okay, spring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da. Ja, Laufmädel. Wir müssen zum Versteck. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Wo stehen sie immer wach? Irgendwo stehen sie wach. Klasse. Und du hast nur dein. Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Oh. Spielzeugladen. Halt, halt! Seid mir doch mal leise. Weg von dem Fenster! So unfair. Ich will auch ein paar. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten. Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel.
Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Genau. Jetzt komm. Nur das Notwendigste. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Sagen sie alle. Shit. Was gefunden? Ellie, nicht. Gib uns Deckung. Da oben war wohl jemand, aber drei. Sie sind weg. Sam, bleib bei ihr. Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Schon wieder Leute. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich schaue hier, gutes Deutsch. Wahrhaft gutes Deutsch. Sag genau, komm du mal her. Wo zum Teufel steckst du? Sind's immer noch nur drei? Ja, scheint so. Aber wahrscheinlich sobald ich schieße, bricht hier wieder die Hölle los. Was hast du vor? Yo, Mr. Afro, bleib mal gechillt. Wir müssen schauen, dass wir die alten Hoden hier getrennt erledigen, ohne aufzufliegen. Ja, das sagt natürlich der Richtige. Vor allem, als eiskalt die Schrotflinte direkt nebendran rausstarrt. Zwei mit Knarren, einer mit einer Eisenstange. So, da war es nur noch zwei. Das ist der eine mit Knarren. So, da ist nur noch einer mit Knarre übrig. So. Und schon sind alle ausgeschaltet. Nicht schlecht, Alter. Na los. Jo. Hier auf den Truck. Renn halt einfach mal vor, Junge. Lass uns hier zurück. So. Verdammt. Was zur Hölle war das? Wer ist da? Schala. La 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 la. Du bist tot! Oh, Sau, du Scheiße! Ich geh mir auch alle aus dem Weg hier, wenn ich jemanden erledigen will. So. Immer diese Amateure hier. So. Das war der Flying. So. Alle aus dem Weg. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? So. Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Cool. Komm hier durch. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Ja, ja. Ja, genau, setz dich mal hin. Gut. Wir sind da. Und dann die Erwachsenen mal ein bisschen quatschen gehen. Ja, genau. Geh halt mit. Mädels, Mädels, Mädels. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon Schöne hier? Schöne Sache da drin. Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Ist nur die Frage, wann ist der? Dieser richtige Moment, dieser angebliche. Ja, was haben wir da? Diese verdammten Arschlöcher.
Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Kinder. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt genau. Pass mal auf. Abgehört. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wow. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Das ist natürlich heftig. Okay. Ja, ja. Morgen. Knallhart geweckt. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Logisch. Okay. Natürlich sind wir bereit. Bleibt nah bei mir, okay? Lasset uns losgehen. Doch erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.